Hallo, grüß euch, guten Morgen. Mein Name ist Thomas Klein von Mission Millionär. Und zurzeit in meinen Videos stellen wir uns die Frage, oder müssen wir uns auch die Frage stellen, welche Aktien kaufen? Ja, denn der Markt ist nach wie vor richtig bullish. Und heute möchte ich mal ganz kurz wieder mal ein längst überfälliges Video zum Thema Visa Mastercard machen, beziehungsweise besonders die Visa Card, wo ich ja schon immer wieder mal auch nachgekauft habe in der Vergangenheit. Jetzt eigentlich schon länger nicht mehr. Aber ich gehe jetzt hier mal am besten auf den 3-Jahres-Chart, dann sieht man es einfach noch besser oder noch besser auf den 5-Jahres-Chart, wie sich diese Aktie entwickelt hat. Also in diesem Timeframe hier 2019 allein, ja, waren wir bei im Tiefpunkt 122 und dann im Hochpunkt 180. Das heißt, das sind mal eben ja, mehr als 50%, ja. Und so, man kann es auch genau ausrechnen. Ja, also ja, zwischen 56 oder irgendwie sowas Prozent. Und jetzt sind wir da um die 180 herum, ja, so ein bisschen stagniert gewesen letztes Jahr, also während des Q4 letzten Jahres 2019. Und dieses Jahr nochmal wirklich 20% nach oben, ja. Also besser könnte die Aktie wirklich nicht laufen, zumal diese Aktie ein absoluter Megatrend ist. Meiner Meinung nach einer der besten Blue Chips überhaupt, sogar noch ein bisschen Dividende zahlt. Ja. Also da hast du wirklich alles mit dabei bei dieser Aktie. Und wenn sich jetzt jemand die Frage stellt, lohnt sich das denn, die jetzt noch zu kaufen? Diese Frage, die musst du dir leider selber beantworten, weil ich niemanden zum Kauf oder Verkauf auffordere direkt. Aber ich kann ja nur sagen, hey, überleg dir einfach mal, wo die Reise hingehen wird. Ich sage eins, Stichwort bargeldloses Zahlen. Ja? Und da wird Visa und Master, also die Platzhirschen, ja, die Market Owner, ja, die werden dann eine wesentliche Rolle spielen. Ja? Ich sage es immer wieder, selbst wenn jetzt neue Firmen hinzukommen, die irgendwelche Bezahlungsmechanismen, Bezahlungssysteme oder Apps anbieten, ja, wie Google Pay, wie Facebook und so weiter, die werden mit einem Deal, also mit Visa oder Mastercard, irgendwie nicht daran vorbeikommen, weil die Kreditsysteme, ja, fürs bargeldlose Bezahlen einfach letztendlich Ownership davon sind letztendlich diese zwei, drei großen Firmen, Visa, Master, ja. Es sind eigentlich nur zwei. Und alles, wenn du jetzt daherkommst, egal wie groß du bist oder wie gescheit, und willst jetzt da mitmischen in diesem Markt, ja, dann kommst du an diesen zwei nicht vorbei. Bestes Beispiel war letztes Jahr, Facebook wollte irgendwie eine Partnerschaft ansteuern mit Visa. Ja, dann hat Facebook irgendwie von der Regierung eins auf den Deckel bekommen, hat sich Visa wieder entfernt, Visa Card wieder entfernt, oder war es Mastercard, eine von den beiden, aber die werden sich wieder annähern, ist schon klar, aber das sieht man mal und dann ist sofort die Aktie auch wieder runtergegangen. Okay, Facebook-Aktie ist jetzt nicht das Thema, aber da sieht man ja auch, wie die hochgeschossen ist, ja. Also die habe ich auch öfter mal getradet, in der Hoffnung, dass wieder runterkommt, aber hätte ich vielleicht auch halten sollen. Ich glaube, dass die auch so schnell nicht wieder runterkommt, weil die einfach ganz viel richtig machen. Ja, also weitaus mehr als wie nur eine Social-Media-Plattform. Das ist letztendlich, ich würde sagen, fast sogar die Datenkrake Nummer 1 auf der ganzen Welt, ja, was den B2C-Markt betrifft, ja. B2B-Markt, angeblich einige Stimmen ja auch in der Marketingbranche sagen, okay, Facebook kann man genauso gut für B2B-Produkte verwenden. Ja, persönlich habe ich meine Zweifel und auch einige von den Leuten, die ich so kenne. Aber ich denke mal, das sind andere Plattformen vielleicht besser, aber letztendlich ist es die Nummer 1 Plattform für B2C-Markt. Der B2C-Markt ist natürlich der ja, Multibillionen-Dollar-Markt, ja. Und man schaue nur mal kurz in den USA rüber, ja, was da gerade abgeht, wie viel Geld da gerade reingepumpt wird in Facebook-Werbung, ja. Also das ist schon ja,
Weil man eben auch in, man darf auch eines nicht vergessen, Facebook, ich rede jetzt die ganze Zeit über Facebook, aber noch ganz kurz, dass man in Facebook ganz andere Optionen noch hat in den USA oder in anderen Ländern, wo die Datenschutzregelungen nicht so streng sind wie in Europa. Die Kundschaft oder potenzielle Kundschaft oder einfach Nutzer zu targetieren. Ja, da hat man auch mal ganz andere Informationen, wie zum Beispiel durchschnittliches Einkommen und so weiter. Ne? Das, was bei uns alles gesperrt ist in Europa. Daher funktioniert auch Facebook, geht ab wie Schmitz' Katze, ja? Als Marketing-Tool. Ja, es ist eine sehr starke Komplementärlösung zu Google. Okay, jetzt aber zurück zu Visa. Visa ist letztendlich von dem, was es eigentlich macht, ja, wesentlich langweiliger wie Facebook, Google und Co. Ja. Es ist nicht mal eine Bank, ja, es ist einfach nur ein System, wo man eben bargeldlos zahlen kann. Und meistens sind die stabilen, langweiligen Businessmodelle auch die am stabilsten Aktien. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Aktie, die kann man sich sozusagen unter das Kopfkissen legen. Also wenn du heute zum Beispiel irgendwie Cash hast oder so oder irgendwelche deine Oma Ersparnisse und so weiter. Und die müssen jetzt dann irgendwie Minuszinsen zahlen oder kriegen keine Zinsen mehr oder was, ja, und du weißt einfach nicht, wohin damit, ja, und du willst es dir auch nicht bei der Oma unter das Kopfkissen legen, ja, dann würde sich sowas wie die Visa-Karte anbieten, ja, selbst wenn da mal ein Ausrutscher oder ein Rücksetzer wieder kommt oder was, ja, also ich nehme mal ganz gern hier das Beispiel, die zeigt nur, diese Grafik zeigt nur maximal irgendwie 2008 an. Ich hätte ganz gerne 20 Jahre zurück. Ja, das macht die gar nicht. Das kann ich, warum jetzt? Mal kurz. Nee, das macht die gar nicht. Die geht nur bis 2008 zurück. Okay, na gut, dann ist es eben so. Muss ich mir noch eine andere Grafik aussuchen. Okay, ich wollte aber nur ganz kurz sagen, dass die, ja, ich persönlich freue mich natürlich, weil man da quasi nur sehr wenig fa falsch machen kann und so. Also, ich war schon immer Fan von Visa. Ja, ich will mal sagen, wir können ja hier nochmal kurz die Mastercard schauen. Und wir sehen, also, das wissen jetzt auf der Mastercard-Aktie und wir sehen, dass da fast kein Unterschied ist, ja. Also, daran sieht man schon, wie theoretisch, also fast monopolistisch das Ganze aufgebaut ist. Ja. Das spiegelt sich sogar in den Charts wieder. Okay, also, es gibt viele weitere interessante Videos zu dem Thema ja, Zahlungssysteme, also Visa, Mastercard, auch ein paar Videos, die ich schon gemacht habe, verlinke ich euch und auch ein paar andere Experten-Videos, die ich gefunden habe, verlinke ich euch. Und dann, ja, gebt mir einen Daumen hoch und ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht habe ich dann wieder so was Ähnliches wie die Oma Bargeld und dann Kopfkissen-Aktie. Du kannst nichts falsch machen, so ungefähr Megatrend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.